Ja, liebe Leute, es ist wieder soweit. Heute mal nicht tagesaktuell. Ich war im Urlaub, ihr müsst es mir gönnen. Aber darum jetzt gleich mit einer doppelten Ladung. Und zwar geht es, kam jetzt heraus, Faction Focus Space Marines und Faction Focus Tyranniden. Dann wurde noch ein Kalender aufgedeckt, wo jetzt im Laufe der Tage Faction Focus noch weiterkommt. Für jegliche Fraktion, das werde ich dann natürlich auch abdecken. Jetzt würde ich einmal kurz Faction Focus Space Marines und Tyranniden bequatschen. Das ist dann auch in der Playlist zur 10. Edition. Wie immer gehen wir hier komprimiert drüber. Nur konzentriert die Informationen auf Deutsch runterbrechen. So wie ich sie auch wahrnehme. Ich gebe da dann am Ende kurz ein Fazit zu. Und dementsprechend können wir hier mal durchgehen. Also, warum sind Space Marine die besten? Wir finden es jetzt mal heraus. Und im Endeffekt werden wir sowas hier jetzt, also einen kleinen Insight, was sich alles ändert oder was wir erwarten können, für jede Fraktion finden. Und wie gesagt, hier jetzt Space Marines. Das erste Interessante, was ich gelesen habe, ich habe hier schon mal kurz rüber gelookt, bei den Tyranniden machen wir das gleich zusammen das erste Mal, vorausgesetzt, ihr habt es noch nicht gelesen. Also hier steht, dass Terminatoren, Centurions und MK Gravis Armor jetzt höhere Toughness haben. Heißt für mich im Kontext, so wie es geschrieben ist, dass Gravis sicherlich nicht mehr Toughness 5 hat, sondern 6. Gleiches gilt für Centurions. Und Terminatoren sind ja von Toughness 4 auf 5. Die Profile haben wir schon gesehen. Insofern ist das schon mal gut. Wie gut das ist, kann ich im Endeffekt nur im Gesamtkontext sagen. Wir wissen halt noch nicht, immer noch nicht. Also jetzt davon ausgehen, dass ich Two Wound Rolls und Two Hit Rolls, also Two Hit Rolls bleibt ja auf ballistischer Fähigkeit bestehen, das ist ja weiterhin so wie es ist, und bei Two Wound Rolls muss man mal gucken, ob die eine Mechanik ändern. Im Moment ist es ja so, wenn meine Stärke über der Toughness liegt, brauche ich eine 3+, wenn es doppelt so hoch ist, eine 2+. Ich hoffe, dabei bleiben sie, ist intuitiv und macht irgendwie Sinn. Bei Horus Heresy ist es ja irgendwie, wenn man 3 drüber legt, geht schon auf die 2+ zum Wunden, und dann, wenn man doppelt so hoch ist, ist es ein Instant Death etc. pp. Ich hoffe, das Geschmönkel sparen wir uns. Insofern, lange Rede, gar keinen Sinn. Je nach Waffenstärken muss man dann am Ende mal gucken, wie die Profile aussehen. Ist auf jeden Fall interessant, dass Gravis und Centurions und auch Thermis eine höhere Toughness haben. Generell ist AP übers Spiel hinweg über alle Fraktionen etwas reduziert worden. Heißt, dass die Einheiten deutlich tougher sind, und bin mal gespannt. Es gibt natürlich dann sicherlich auch Waffen, die auch diesen Anspruch wieder brechen werden. Insofern. Hit- und Wound Rolls sind ebenfalls deutlich reduziert in der neuen Edition. Da haben wir, das wurde ja schon mehrfach kommuniziert, und die Space Marines sind natürlich deutlich effizienter dann wahrscheinlich als andere Fraktionen, wobei wir da auch noch nicht wissen, was kommt durch die Oath of Moment Faction Ability. Das war, wie gesagt, bei den Space Marines die Fähigkeit, in der Kommandophase eine Einheit zu determinieren, auf die es Hit- und Wound Rerolls gibt für eigene Einheiten, und das ist schon mal gut. Faction Rules. Es ist natürlich jetzt so, dass wir zwar keine Detachments mehr in dem Sinne haben, dass wir mindestens dies, das, jenes brauchen. Wobei es gibt halt diese Grundvoraussetzungen. Ich glaube, mindestens einen Charakter und 3 Truppen. Alles andere ist, glaube ich, egal. Oder eine Truppe. Ich weiß gar nicht mehr. Da kommen wir bestimmt noch zu. Aber wir haben jetzt natürlich sowas wie Formationen in Form dieser Gladius Task Force Detachment-Formation. Also wir haben doch schon irgendwie Situationen, wo wir Restriktionen haben und dann dadurch Sachen freischalten. Insofern weiß ich im Moment nicht, habe ich ja auch schon mal gesagt, ob das nicht einfach nur von links nach rechts geschoben ist und anders benannt wurde jetzt. Für mich ist es das gleiche wie ein Detachment oder eine Formation. Die Gladius Task Force hat Combat Doktrin als Detachment-Regel und gibt dem Spieler quasi die Wahl zwischen 3 sehr tödlichen und starken Disziplinen, die man dann auch in der Kommandophase auswählen kann. Wichtig hier ist, dass das nur einmal im Spiel geht jeweils, und das sind die Combat Doctrines, wie wir sie jetzt vielleicht schon mal gehört haben, mit Devastator, Tactical und Assault. Die funktionieren jetzt jedoch anders.
Devastator-Doktrin ist quasi nach dem Advancen noch schießen. Taktische ist nach dem Fallback noch schießen und chargen. Das ist sehr cool. Und die Assault-Doktrin ist chargen, wenn man advanced ist. Einmal im Spiel geht dann für die ganze Armee. Ist natürlich sehr cool. Finde ich deutlich besser als dieses, so wie es im Moment ist. Man kann es halt, wenn das Spiel voraussichtlich 5 Runden geht, hat man 3 Runden, wo man eine Sache auswählen kann. Es ist sehr situativ applizierbar. Es ist ein Werkzeugkasten, den man gut benutzen kann. Und er ist, glaube ich, sehr straightforward. Und das sind alles ziemlich coole Sachen, finde ich. Wobei taktisch und Assault natürlich meine Favoriten sind. Fallback und Charge ist gut. Fallback, Shoot und Charge noch besser. Advance und Charge ist auch mega mächtig. Im Moment zumindest. Ja, in Kombination mit dem Oath of Mormon kann man natürlich wirklich drauf anlegen, gewisse Einheiten zu erreichen und auch zu töten. Und das macht... Fühlt sich dann wahrscheinlich oder hoffentlich so an, dass Space Marines so ein chirurgisches Messer sind, was dann auch spezialisiert Sachen zerlegt. Das finde ich gut. Ja, was gibt's? Land Raider. Es gibt keinen Primaris Land Raider, aber er kann jetzt einfach Primaris transportieren. Das hatten wir ja schon in dem Vehicle-Video. Die Assault Ramp ist wieder zurück. Das heißt, man kann nach den Bewegungen noch Terminatoren, Aggressoren, was auch immer man da reinpackt, nach vorne stürmen lassen, sprich auch chargen nach der Bewegung des Land Raiders, also ein Assault Vehicle, so wie man sich das vorstellt. Ja, Faction of the Moment explodiert hier Deadly Demise, der Explode mit D6. Hier steht, was Assault Ramp macht. Nachdem man disembarkt ist, kann man quasi nochmal bewegen und man darf auch chargen. Wenn das natürlich in Kombination mit dieser Advance in Charge ist, boah, made a normal move, okay, kann man mal gucken. Und hier haben wir auch die neue Vehikelregel, sprich man muss sich nicht mehr irgendwelche Brackets merken, wenn ein Modell nur noch 1 bis 5 Wunden hat, gibt es halt minus 1 zu Hit. Ja. Trifft jetzt auf die 4 mit 6 Attacken im Nahkampf und ansonsten haben wir hier natürlich die ganzen Waffenprofile, wie versprochen. Dann gibt es hier die Wargear Options, gibt wieder ein Hunter Killer Missile, Multimelter, Stormbolter, es hat 2 Heavy Bolter, Godhammer Less Cannons und Armored Tracks und kann 12 Astartes Infanteriemodelle transportieren und achso, das ist kein Crusader. Na, ich hoffe, den Crusader gibt es weiterhin. Aber ansonsten, ja, Jumpike, Wolven, Gravis geht alles hier rein. Centurions geht hier rein. Wunderbar. Ein Crusader würde dann hoffentlich wieder 16 Modelle transportieren können. Keyword Smoke sehen wir hier. Das heißt nicht mehr Smoke Screen. Und so weiter. Also über das Fahrzeug müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel reden. Ich finde es einfach nur mega gut, dass jetzt kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Primaris und Firstborn. Das war auch einfach nur ein Pain. Jetzt kommt's weiter. Lord Robute Gilliman, Goodybert. Twice as deadly steht jetzt. Gucken wir mal. Superhuman Spreadsheet Skills. Yay. Also, wichtig hier erstmal ist, er hat natürlich noch das Keyword Ultramarines. Interessant hier ist, dass die ganzen Buffs nicht mehr auf Ultramarines reduziert sind, sondern das ist quasi auf Adeptus Astartes geht. Jetzt schauen wir uns einmal kurz die Datasheet an. 8er Bewegung ist klar, Toughness 9, okay. Save 2, 10 Wunden. Was, ob, wie das jetzt mit, Lookouts und so funktioniert jetzt anders. Epic Hero, Monster Character, müssen wir mal gucken. Leadership 5 plus. Objective Control 4. Sicherlich sehr gut. Und hier interessant ist bei den Abilities erstmal, dass in your Command Phase select one out of the Codex Ability. Also Out of the Codex sind 3 unterschiedliche Fähigkeiten. Die kann man in der Kommandophase aktivieren. Die gehen dann bis zur nächsten Kommandophase. Wir haben dann hier quasi 3
Optionen. Das ist im Endeffekt so wie Angron das im Moment auch hat. Der hat ja auch Sachen, die er auswählen kann. Hier ist einmal Primarch der 13. Solange ein Adeptus Astartes in 6 Zoll ist, gibt es plus 1 auf dem Objective Control Charakteristik. Und man kann den Battleshock rerollen und einen Leadership Test für die Einheit. Das ist sehr gut. Also macht das Obsec-Game auf jeden Fall stärker. Fühlt sich auch gut an, wenn der Primarch in der Nähe ist. Macht für mich inhaltlich auch Sinn. Und sicherlich spielerisch auch stark. Master of Battle. Wenn man einen Gegner für die Out of Moment Ability hat, ausgewählt hat, kann man einen zweiten Gegner wählen und wenn die erste Einheit quasi zerstört wurde, geht es mit der zweiten sozusagen weiter und man kann Out of Moment weiter benutzen. Es ist dann nicht so, dass beide das haben, man muss dann schon die erste Einheit einmal zerstören, damit das auf die nächste übergeht sozusagen. Das dritte ist Supreme Strategist. Im Endeffekt wählt man eine Adeptus Astartes Einheit in 12 Zoll von diesem Modell mit einem Stratagem für 0 CP. Das kann man dann, man kann quasi ein Stratagem dann zweimal benutzen, aber ein Stratagem für 0 CP, ja, müssen wir mal gucken, was das genau bedeutet. Das kann ich im Moment noch nicht so einsehen. Ansonsten hat er Ultramarine Bodyguard, wenn er in 3 Zoll zu einer Adeptus Astartes Infanterie Einheit ist. Hat er die Lone Operative Ability, das heißt, er kann wohl keinen Truppen beistehen oder reinspringen in Truppen, sondern ist dann halt wahrscheinlich einfach nicht beschießbar. Wenn er in 3 Zoll, also klassische Character-Regel, bekommt er durch dieses Wording quasi. Und witzig ist, dass er Ultramarine Bodyguard heißt, aber trotzdem Adeptus Astartes Infanterie ist. Und hat er Armor of Fate auf eine 3+, kommt er wieder. Im Moment ist es, glaube ich, auf eine 4+, mit 6 Wunden. 4er Ritter natürlich auch inkludiert. Ja, dann gibt es noch ein Weapon Spotlight. Da haben wir ja schon die Redemptor Dreadnoughts mit Heavy Onslaught Cannons. Die hat jetzt 12 Schuss, Stärke 6. Die quasi Low Toughness Target sozusagen zerschroten wird. Und hat aber auch Devastating Wounds, womit sie im Endeffekt dann auch Mortal Wounds ausspucken kann. Aber auch hier sehen wir kein AP drin und es gibt auch kein extra AP durch irgendwelche Doktrinen. Also das AP-Gebumse wird quasi deutlich reduziert, wie wir schon erwartet haben. Jetzt bin ich mal gespannt, hier ist nämlich ein Laser Destroyer, das heißt die Laserkanone 72 Zoll, 2 Schuss, trifft auf die 3, Stärke 16, AP minus 4, D6 plus 4. Also Laserkanonen oder Heavy Laserkanonen machen auch das, was man erwartet. Sie zerhacken High Toughness Modelle mit richtig, also minus 4 AP ist ja richtig stark, wenn wir darüber nachdenken, dass der AP generell reduziert wird. Es gibt ja noch einen kleinen Stratagem Spotlight. Only in Death Does Duty End ist dann hier im Endeffekt ein 2 CP Stratagem. Das macht man, wenn der Gegner quasi die Target selektiert hat. Man nimmt eine Adeptus Astartes Einheit von der Armee, das sozusagen von einer oder mehr Attacken aus dieser Auswahl als Ziel genannt wurde. Und es gibt dann sozusagen ein Fight on Death. Für 2 CP heißt auch, es geht jetzt auf, auf Fahrzeuge, Primarchen, weil es sagt einfach nur Adeptus Astartes Einheiten. Wichtig aber, man kann nicht warten, bis das Modell tot ist und zündet dann die 2 CP. Das heißt, ich muss, sobald der Gegner sagt, ich mache jetzt hier 5 Attacken drauf, muss ich überlegen, okay, tötet er Glyman jetzt oder nicht? Und ist es mir die 2 CP wert oder kann er vielleicht sogar überleben? Ich glaube, auf Charakteren ist es im Falle, wo statistisch der Fall ist, dass im Falle, wo es der Fall ist, genau, dass der Charakter stirbt, kann man es auf jeden Fall mal einfach anschmeißen. Aber sonst sehe ich das, glaube ich, eher auf großen Truppen, dass man auf jeden Fall zurückkämpft, wenn man weiß, diese Unit stirbt. Aber wenn jetzt jemand Attack splittet und 3 Attacken auf Gilliman haut, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Aber das ist sehr situativ, situationsabhängig natürlich. Ja, das war der Insight zu den Space Marines. Und ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem nochmal eben die Tyranniden an. Oder machen wir es nochmal
unterschiedlichen Video. Ne, wisst ihr was? Ich mache für die Tyranniden dann doch ein eigenes Video aus dem Grund, dass ich glaube, das Format mit der Zeit, mit dem Timeframe zwischen 10 und 20 Minuten, maximal 25 Minuten ganz gut ist. Und so kann man auch fokussierter durch die Playlist gehen und weiß, okay, hier geht es jetzt um Space Marines und sicherlich interessieren Tyranniden jetzt auch nicht jeden. Und umgekehrt, die Leute, die sich Tyranniden gerne anschauen, interessieren sich vielleicht auch gar nicht für Space Marines. Insofern, ich werde das hier trennen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Und ja, schaltet gerne ein. Was denkt ihr über die Space Marines, über die neuen Regeln? Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.